ja, vielleicht ist auch die Ausgangslage. Rot-Weiss würde es unentschieden lange für die Aufstiegsspiele zu kommen. Für den Gruppensieg müsste es allerdings gewinnen. Servette hat ja im vorigen Spiel gegen Prag mit 13:3 können gewinnen. Und sind darum momentan an Wettig vorbeizogen, haben 8 Punkte, Wettig momentan 7. Ja, Servette hat sich da vorher in einen absoluten Rausch hineingespielt. Ein bisschen verhalten angefangen, aber dann haben sie das Tempo erhöht und ja, haben einen guten Match gezeigt. Ich kriege Angst, setzt da schon mal ein Zeichen. Viel Einsatz geht er dort rein mit dem Körper. Und Waliser schon das erste Mal im Kreis. Aber der Marco Michel dort sicher. Löst das souverän. Ist der Ball geklärt. Ein bisschen weniger souverän als der Thomas Messerli. Ja, wiederum im Tor bei Rot-Weiss-Hettigen der Michi Käufler. Für mich eine kleine Überraschung. Was meinst du dazu? Ja, ich denke auch, der Joel Schübach hat eine riesen Leistung gesagt gestern, als er reinkam, die letzten 10 Minuten. Hat alles gehabt, was das Goal gekommen ist. Hat sich empfohlen. Aber der Trainerstaff hält hier an der Nummer 1 fest. Aber ich denke auch, er hat gestern ein riesen Spiel gezeigt. Absolut, auch er hat zu 0 gespielt. Er hat zu 0 gespielt. Unzählige Schüsse abgewehrt. Und ich denke, das sind genau so Spiele für ihn. Wenn es um etwas geht, dann ist er parat. Und dann hebt er die Dinger. Ja, der Michi Käufer ist natürlich ein Heißblüter. Der sucht genau die Momente. Rafa Steffen auch parat hier. Erster Gegenstoß von den Wettiger. Sind das erste Mal im gegnerischen Viertel. Schnell ausgeführter Freischlag dort, im Kreis rein. Und die erste gefährliche Szene. Wettiger reklamiert auf eine kurze Ecke. Ich denke, das schon, kann man schon weiterlaufen lassen. Verpasst aber dort leider in der Mitte. Das ist die gute Aktion. Man sieht hier Messerli neu zentral. Durch den Ausfall von Benny Käufeler. Links aus haben wir gesehen Yves Mora. Mit dem Thomas Messerli natürlich. Im Abtausch. Aber wir werden jetzt sehen, was sich der Trainer da überlegt hat, um das zu kompensieren. Mara deckt den Ball gut ab, dort, spielt wieder zurück, weil zu ist. Ich habe einen kleinen Ausrutscher entdeckt. Die Frage ist, hat er wieder in falsche Schule montiert? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder liegt einer mehr am Platz? Schiri Pfiff gegen, zum Unverständnis der Zuschauer und ehrlich gesagt auch von mir. Paddy, wie hast du das gesehen? Ja gut, Verteidiger kann sich ja da nicht in die Luft auslösen. Also wenn ich es richtig sehe, hat Manolo Keller zieht da im Mann rein. Kann man geben, kann man geben. Da sehen wir den unglaublich lauffreudig, kriege Angst, wie er da... Das ist ja bekannt. Absolut. Er ist natürlich einer von den Laufstärksten auch. Wenn Team von Rot-Weiss-Hettigen. Also wenn nicht der Laufstärkste. Genau, man nennt ihn auch die Lunge. Neben dem Raffi Brunner natürlich. Waliser da bis jetzt noch nicht wirklich gefährlich. Ich denke, die Wettiger sind besser ins Spiel gekommen.
Ja, das ist so. Sie haben hier Spieldiktat ein bisschen an sich gerissen. Wir machen es relativ ruhig. Mal schauen, was dem Cardiff entgegensetzen. Wir sehen jetzt Marco Michel auch zentral. Schmiel ist hier für unseren Kameramann. Fast ein bisschen zu schnell, oder Wettiger? Absolut. Leider ist er noch nicht ganz so parat wie die Spieler auf dem Feld, aber das kommt sicher auch noch. Die Waliser versuchen jetzt hier mit harten langen Ball. Seitenwechsel. Momentan noch ohne Erfolg. Schön geholt dort. Aber dann der Ball am Körper. Was denkst du? Spielt Wettiger auf Unentschieden? Nein, absolut nicht. Ich glaube, das liegt dieser Mannschaft nicht. Ich glaube, wir tun auch gut dran, wenn wir probiert, das Goal vorzulegen. Man sieht auch Raffi Brunner, der da vorne voll angreift. Er geht voll aggressiv drauf. Also das ist alles andere als unentschiedene Einstellung. Wird jetzt zurückgehalten. Jan Hödli, wenn ich es richtig sehe, zurückgehalten wurde. Ja. Am Hals, an der Schulter. Und ich habe schon Karten gesehen. Ballverlust, jetzt muss man aufpassen. Konter unterbinden, wenn möglich. Ja, und zum Glück auch für unser Kamerateam da, dass der Böller wieder nicht an den Ort ankommt, wo er gerade steht. Ja, aber sie spielen gut dahinter, sicher. Ohne grosse Fehler. Obwohl, die Waliser jetzt doch versuchen, ein bisschen Druck aufzusetzen. Ja, wir haben einen rechten Wind oben. Kommentatorenkabine, auch ich habe mir gestern leichte Verkältung gehabt, Paddy Bilgerig auch. Gute Besserung an dieser Stelle. Dankeschön. Michi Käufler dort parat, man sieht ihn angespannt, die sind sicher spitze. Noch ein Messerli mit einem schönen Ball führen. Spitze. Brüder. So, und jetzt für die wiederholten Schubser dort die grüne Karte. So, und jetzt hier aus der Kommentatorenkabine sehe ich auch den verletzten Benny Käufler, ist wieder anwesend. Wie gesehen, das ist ja, es juckt ihn, dass er nicht mitspielen kann. Er macht da vorne am Backhand mit der Krücke. Ja, Wettiger drückt hier weiter. Ehemalige Spitzenstürmer Yves Bier ist wieder auftaucht. Er ist halt der Tipp angesagt. Er tippt auf ein 3-3. Rot-Weiss wäre somit in den Aufstiegsspiel, aber als Gruppe 2. Würde gegen Wien spielen. Für mich nicht ganz verständlich, der Tipp. 3 Goal Nummer 1, Michi Käufler. Jemals. Ja, natürlich. Er hat aber auch heute am Morgen schon lächerlicherweise 6-2 tippt von den Türken gegen Wien. Von dem her, mal schauen,
Vielleicht hat er ja heute mal Glück. Wir werden es sehen. Allerdings ist er jetzt schon wieder gegangen, ich weiss nicht. Der Grill ist heiß. Immer noch, so wie ich ihn kenne, Schweinsbratwurst, Pommes. All-time favorite. Absolut. Jetzt wette ich hier mit schön viel Platz. Allerdings ein Annahmefehler, genau, vom Domen Messerli. Ja, Cardiff hat da die Unterzahl überstanden. Kommt gerade die Ansage an die Mannschaft, dass man wieder 11 gegen 11 spielt. Aber man bleibt vorne, offensiv. Flo Schneider geht als vorderster Mann, versucht Druck aufzusetzen. Allerdings jetzt gefährlicher Ball führen. Ball. Allein ein Mann vor dem... Und der Michi Käufler räumt aus dem Weg, was reinkommt. Ja, klasse gerettet dort auch von Yves Mora. Mit, am Boden liegend schon, mit der argentinischen Rückhand geklärt. Ja, man sieht da Goalkeeper und Verteidigung, die verstehen sich. Die reden miteinander. Ja, aber es ist natürlich gefährlich, so ein Ball dort. Wenn der etwas genauer in die Mitte kommt. Jetzt da wieder so ein Ball in die Mitte. Michi Käufler entschärft das ohne Problem. Lange Ecke. Wo ja neu vom 22er her gespielt wird. Der Ball ausgegangen ist bei der Grundlinie. Und ich. Ja, die versuchen es mit harten Ball in Strafe, in den Schusskreis rein. Kann natürlich gefährlich sein. Ja, absolut. Ich glaube, sie probieren da die Oberarm von der Verteidiger mal ein bisschen zu bearbeiten, dass die müde werden. Aber ich bin heute Morgen rast im Team Frühstück dabei gewesen. Von der Waliser? Nein, von Rot-Weiss. Und die haben reingehauen. Also die mögen da locker 70 Minuten durchhalten. Ich denke, auch vor allem im gestrigen Spiel hat man ein bisschen Kräfte können sparen bei dem 9:0. Trainingsmodus war da. Trainingsspiel. Aber heute ist das natürlich eine andere Geschichte. Waliser trifft heute den Ball nicht, gegen ihn. Und jetzt ist ein bisschen Platz hier auf der rechten Seite. Manuel Keller tankt sich da durch, sensationell. So, der nächste Angriff. Aber kurz vor dem Kreis oder im Kreis ist meistens Schluss bis jetzt. Jetzt sollte man vielleicht mal eine Ecke suchen, Ball am Fuß legen. Ja, Silva mit dem Ball im Kreis rein. Schöner Ball in die Mitte, Kohli klärt. Klärt! Und das ist nicht zu kurz. Kurze Ecke. Wenigstens eine kurze Ecke rausgeholt. Ich habe den Ball ehrlich gesagt schon drin gesehen. Ich auch, ich bin schon am Jubeln hier hinten. Ein paar Zuschauer. Hemmig ab vom Stühle gerissen. Aha, so meinst du. Ja, wir haben es gerade nochmal gesehen. Langer Ball dort. Goli will ab wieder zur langen Ecke. Rot-Weiss-Stürmer kommt rein, zieht direkt ab. Und nachher gefährliches Spiel dort. Darum die kurze Ecke. So, und jetzt mal schauen, was uns so Rot-Weiss zeigt. Links ist keine Abgabe gestellt worden. Benny Messerli probiert hier den direkten Schlenz und der segelt knapp am Tor vorbei. Gibt aber lange Ecke. Sehr schön geklärt hier hinten vom Yves Mora mit dem Schlenzball weit vorne. Leider wird hier der Krigi Angst am Ball unterbrochen.
Ja, die Wettigen schon mit einigen Grosschancen, was aber leider nicht können verwerten. Aber das macht Mut für den weiteren Spielverlauf, dass man da vielleicht sogar als Gruppensieger kann aus dieser Gruppe rausgehen. Ja, bis jetzt ist man da absolut ebenbürtig mit dem Gegner. Mit ein bisschen Glück könnte man da schon gut 1-0 führen, muss aber natürlich jetzt auf die Konter schauen. Ja, aber der Marco dort natürlich Top-Mann. Da, nächste Kreisaktion dort. Goli kommt aber raus. Jan Höller probiert da durchzusanken. Die Waliser können es entschärfen, allerdings nicht sehr weit. Seidmann versucht es auch noch dort, von der linken Seite in den Kreis hineinzukommen. Holt sich den Ball zurück. Und jetzt Abschlusschance. Waliser hat den Stockli und das ist eine kurze Ecke. Eine kurze Ecke. Sehr gut gespielt von Rottis. Probiert da den Druck aufzuhalten. Aufrecht zu halten, auch wenn es den Böllen verliert und holt sich da für die Hinterkurzecke. Ja, was denkst du? Direktschuss? Ja, Benny Messner hat die Linie brandgefährlich mit seinem Eckenschnenz. Niki Steffen links nebendran. Ja, vielleicht auch ein 90er sogar. Könnte ich auch einen 90er Ablecker geben auf den zweiten Schütz, der dort links steht, auf den Nikola Steffen. Oder etwas ganz Spezielles. Das speziell ist es gewesen. Aber nicht speziell gut. Ja, da wäre mir drin gelegen. Schiri zitiert da noch einen Spieler zu sich an. Ja, Bern auch Pumpe voll. Jetzt heute gerade Glück für Rot-Weiss. Yves Mara versucht dort rutschend den Ball zu erreichen, verpassen knapp, aber der Waliser Türmer kann den Ball dann auch nicht verarbeiten. Ja, die Waliser probieren Druck zu machen auf unsere Verteidiger von Rot-Weiss-Wettigen, aber kommt, wird der Ball in die Mitte hineingeschlänzt von Raphael Steffen. Ja, aber sie kommen ein bisschen besser ins Spiel, habe ich das Gefühl, von Leiser. Absolut, das war auch ein bisschen zu erwarten. Das Spiel wird offener, sie versuchen es immer wieder mit einem harten Ball in den Kreis rein. Und da technisch sehr schön gelöst von Raphael Steffen. Täuscht den Schuss an, leitet ihn kurz über. 3D. Schon bekannt für das. Raphael Steffen. Absolut. Wie auch die Bieri früher. Ja, das war eigentlich der Vorreiter von dem. Er war der Erste, den ich kenne, persönlich kenne. Wo die Skills wirklich im Griff hatte. Schön, ja, dass wir ihn gleich wieder sehen werden auf dem Hockeyplatz. Ein absoluter Pionier. Das ist aber eine gefährliche Aktion. Waliser kommt auf den Rückhand zum Abschluss. Aber der Michi Käufeler hat auch höchstens ein Mühe zu lächeln übrig für den Abschluss. Ja, der Michi Käufler hat bis jetzt noch nicht viel eingreifen müssen.
Aber wenn es brennt, dann ist er zur Stelle. Er ist auch ein alter Feuerwehrmann. Auch in der Wettigen Feuerwehr ist er immer dabei. Michi Käufler. Die Wettigen müssen momentan ein bisschen aufpassen, dass da die Spieldiktat nicht aus den Händen geht. So, und da gibt es die ersten Hässigkeiten im Spiel. Jan Hödle probiert hier Rudelbildung anzuzetteln. Es wird fast ein bisschen hässig jetzt langsam in dieser Spielszene rein. Ich denke jetzt, man wird sicher auch noch die ein oder andere Karte sehen hier. Vor allem halt, weil es auch um etwas geht. Vor allem für Wettigen. Die Waliser sind ja schon qualifiziert. Genau, aber Waliser natürlich aus dem kalten Norden, die lassen sich da nicht einfach so auf den Platz schiessen. Da verpasst der Captain Raphael Steffen den Schlenzball. Aber zum Glück für Rot-Weiss gibt es nur eine lange Ecke. Genau. Und Waliser kommen jetzt mehr und mehr auf. Wettiger laufen mit dem Ball noch. Natürlich nicht, wie sie sich gewünscht haben. Oder wir uns vor allem erhofft haben. Ja, absolut nicht. Ich weiss jetzt nicht, ob vielleicht Wettiger die ersten paar Minuten fast ein bisschen zu viel Pulver verschossen hat. Wir hoffen es natürlich nicht. Ja, ich höre gerade noch von der Regie. Wir haben hier einen kurzen Unterbruch gehabt. Entschuldigt uns natürlich für das. Aber jetzt momentan läuft alles wieder gut. Und der Kameramann ist wieder top in Fahrt. Jetzt hier eine riesige Chance. Aber super gehabt von Michi Käufer. Und auch klasse dort vom Domi Messerli. Über den Schläger reingelüpft. Kurzer Jab. Wir kennen hier unserem Kommentator. Kleiner Jab. Auch hier ist natürlich Fachspruch absolut da. Der weiss, von was er redet, Mann. Fabian Wasmer, ein erfahrener Mann. Auch selber auf dem Hockeyplatz aktiv. Schon weit über 100 Nationalspiele natürlich geleistet. Ja, das Publikum wird hier vom Speaker mehr und mehr angeheizt. Also es ist gerade ein bisschen ruhig im Stadion. Genau, der Speaker hockt gerade neben uns und ich sehe ihn gerade, er bereitet sich davor ein kleines Lied anzustimmen im Stadion. Er greift zum Mikrofon, heizt die Zuschauer. Jetzt muss natürlich mal ein bisschen Stimmung hoch. Ich meine, das
Ja, und der Funken ist schon übergeschwommen. Der Funken ist schon übergeschwommen. So einfach ist es. Und schon kommen wir und zu einer nächsten kurzen Ecke. Es funktioniert, es ist unglaublich. Speaker, der Mr. Huber, holt hier eigentlich in eigener Regie eine kurze Ecke raus. Absolut, gebe ich dir 100% recht. Schiri unterbricht jetzt noch Spiel. Da sehen wir wieder, um was der sogenannte 12. Mal wirklich kann ausmachen. Diskutiert dort mit dem Captain Raffi Steffen. Auch wenn ich den Raffi Steffen kenne, wird er so fokussiert sein, es wird ihm eigentlich egal sein, was er jetzt gesagt hat, der Schiri. Absolut, das geht im einen nur rein und im anderen wieder raus. Hey, wie viel ist die Uhr? Wie viel ist die Uhr? 4. Gestoppt oder läuft? Ecke! Ecke! Ecke, Ecke, Ecke! So, und jetzt ist der Nicola Steffen auf der Schlenzposition. Zu früh rausgelaufen dort. Ja, wenn einer zu früh rausläuft, wie wir das kennen, muss er den Strafraum verlassen. Natürlich ein weiterer Vorteil für unsere brandgefährlichen Stürmer dort. Raphael Bobadilla, Brunner, kriege ich Angst. Die lauert natürlich jetzt. Und das ist 1-0. Nein, Schiri pfeift raus. Schiri geht das Goal nicht. Und das haben noch nicht alle Spieler kapiert. Aber es hat den Eindruck gemacht, als wäre da ein Stürmer vor dem Goal durchgerannt. Ja, also es bleibt mit dem 0-0. Wir schauen uns natürlich im Hintergrund nochmal an. Schiri hat gesperrt gepfiffen. Ja, das können Sie leider hier nicht sehen, aber es ist ein richtiger Entscheid vom Schiedsrichter. Und jetzt natürlich, wie es so oft ist im Gegenzug, kurze Ecke für die Waliser, wo unser Kameramann unglücklicherweise nicht einfangen konnte. Nein, ich glaube, das ist gerade der Wimpel gekommen, wo ihm da gerade ein bisschen die Kamera weggedreht hat. Ja, da kann er leider stark, nicht dafür. Ja, stark. Wimpel von bis zu 60, 70. Ja, und er ist halt nicht der Stärkste. Ja, ein zartes Pflänzchen im Wind. Jetzt mal schauen, wie da... Wie sich der Rot-Weiss-Kader ausretten kann. Oh, ich hoffe natürlich, dass sie können retten können, dass sie jetzt nicht in den Rückstand gehen. Geraten. Nein, aber der Michi Käufler ist natürlich bekannt als Eckenspezialist. Das war auch wieder speziell gewesen. Bleibt aber im Ball gesetzt, setzt sich dort durch. Das war relativ hoch gewesen, meiner Meinung nach. Ja, auffallend für mich, wie viel Verstopper es bei kurzen Ecken gibt. Auf beiden Seiten haben wir schon diverse Matches gesehen. Auf den Platz sprechen. Ist wieder um die Frage, ist das vom Platzwart? Bewässerung könnte es sein, dass die fehlerhaft ist. Oder einfach die technische Raffinesse, die diesen jungen Mann hier auf dem Feld noch fehlt. Ja, ich tippe es mal aufs Zweite, weil der Platzwart gefährlich jetzt dort rausgeschlänzt. Dumme Aktion. Aus dem Ecken raus, unfair, da könnte ein Locker vorbeiziehen. Schlänzball fast an den Kopf hin, dort, natürlich gefährlich. Die Waliser sind jetzt am Druck. Schön abgefangen vom Raffi Steffen. Und dann ein Ball, wo nicht einmal der Florian Schneider erreichen kann. Nicht einmal er. Der wo Sprinter. Ja, 60 Meter Aargauer Meister war. Ja, und schnell Schwettiger. Das nicht nur einmal. Schnell Schwettiger, absolut. Serienmeister im Schnell Schwettiger. Ja, nochmal zu dieser Ecke vor, das Goal, das nicht zählt hat. Du bist nicht unterbrochen worden vom Gegenzug. Ja, also in der Wiederholung haben wir gesehen, dass der Schiedsrichter da eigentlich richtig reagiert hat. Wir sagen es ungern als Wettiger. Aber man kann den Pfiff, oder wir müssen den Pfiff so akzeptieren. Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht genau gesehen. Darum lege ich jetzt da mal nichts dazu. Und man sieht ja auch wieder auf diesen herrlichen Bildern, wie pumpenvoll, dass die Bern auch wieder ist.
Und das ist die nächste kurze Ecke. Rausgeholt vom Silvan Steimer, wenn ich es richtig sehe. Ja, ich würde es da fast mal auf Goal tippen. Mit der Wut im Bauch. Benny Messerli. Das ist nie gut für den Gegner. Absolut nicht. Und vor allem, wenn ein Messerli mal hässig ist, dann sind die fast nicht mehr aufzuhalten. Ja, und er steht auch bereit dort. Oder ist es der Manuel Keller dort? Nein, es ist der Benny Messerli. Manuel Keller auf der Ablageposition. Keller und Steffen auf der Ablage. Spricht da für einen 90er allenfalls. Das könnte sein, die Variante hat schon mal geklappt. Hinten durch abgelegt und dann nochmal abgelegt. Spezielle Variante dort. Sehr spezielle Variante. Ersten Ableger gut gewesen, meiner Meinung nach. Zweite absolut unnötig. Ein bisschen komplizierter, Manuel Keller hätte da einen freien Schuss. Ja, ist vor allem abdeckt. Ist abdeckt dort. Hätte das Goal eigentlich offen gehabt, Manuel Keller. Wenn er den in rechten Ecken runterzieht. Dann heisst es Prost. Bei der Waliser. Absolut Prost. Ja, noch rund 4 Minuten in der ersten Halbzeit. Spiel, das vor allem von der Spannung lebt. Wir haben aber auch einige Top-Chancen gesehen. Auch ein Goal, das aber nicht zählt hat. Ja, doch jetzt schon ein paar kurze Ecken gegeben. Neu. Stoppschlag dort von hinten. Im eigenen 22er innen. Völlig. Die reklamieren hier einen Fuß. Ich mache dann den schnell Gegenzug noch unterbinden. Ja, aus meiner Sicht nicht zu sehen, was da genau passiert ist. Aber diverse rote Spieler reklamieren hier. Da muss irgendetwas vorgefallen sein. Ich war leider kurz abgelenkt im Studio, weil da Kobold endlich rumgelaufen ist. Ja, das ist natürlich schwierig hier auf der Bernau. Wenn die so Pumpe voll gefüllt ist, da einen Platz ja, zu finden, wirklich. Da wehren sich auch jüngste Leute ins Kommentatorenräume rein. Also wir müssen uns da wirklich wehren, dass uns da die Leute nicht die Bude reinrennen. Schön dort erklärt vom Silvan Steimer, dem Linkshändler. Ja, der ist natürlich eminent wichtig, dass man da vor der Pause nicht noch in den Konter reinläuft. Ja, nicht kurz vor der Pause noch das Goal bekommt, wie noch gegen Servet. Natürlich, wir erinnern uns ungern an das Spiel. Aber dort war man vor der Pause noch unkonzentriert gewesen. Ja, heute würde ich allerdings das 2-2 bis jetzt unterschreiben. Ja, ich glaube, die Partie ist ausgeglichen mit leichten Vorteil Seite Rot-Weiss. Aber chancenmäßig ist da etwa ausgleichen würde ich sagen. Ich schaue rasch die Statistik rein und Ballbesitz ist bei 55% auf Rot-Weiss-Seite. Das zeigt auch, was das für ein Klassenspiel ist, wie ausgleichen das ist. Also das sind wirklich zwei ebenbürtige Gegner, die hier aufeinandertreffen. Jetzt Thomas Messeri mit einer Balleroberung dort. Christian Angst zockt durch. Agi zieht er ab und trifft den Schiri. trifft den Schiri. Vom Schiri prallt der Ball fast ins Goal. Ich frage mich, Schiri ist ja Luft. Das Goal hätte ich wahrscheinlich gezählt. Das hätte ich müssen zählen, das ist ja so. Schade, aus dieser Sicht. Aber natürlich, wer sagt, sehr glücklich gewesen. Absolut, und das wird einen blauen Mose geben, auch beim Schiri. Nächste Chance und in der Mitte verpasst es. Der Ball bleibt aber bei der wettigen Reihe. Aber man sieht, der Krieg Angst hebt sich am Bein. Dort ist irgendetwas muskuläres Problem, sage ich jetzt mal von da aus. Und der Ball zwar rein, aber zu wenig präzise. Für mich ein bisschen lustloser Ball gewesen hier. Schiri unterbricht Partie, kriege Angst, liegt dort, wie du es prophezeit hast am Boden.
Ja, ein bisschen Angst wäre natürlich ein herber Verlust. Ja, man hat es nur schon an diesem Schuss gesehen. Praktisch von der Grundlinie zieht der Agi ab. Ja, er hinkt dort, zieht das rechte Bein an. Du hast gesagt, er hat sich an den Unterschenkel, glaube ich, gelangt. Genau. Knie. Hin an die Wade, der Griff an die Wade. Deutet alles auf die Zerrige. Kein gutes Zeichen. Ja, da, an dieser Stelle auch ein Kompliment an den Schiedsrichter, wie der den Schmerz wegstecken kann. Also ich würde von vielen gerne einen Schuss einfangen, aber sicher nicht vom Krieg Angst, der ja, natürlich ein riesen Wumms. Jetzt noch ein Schlenzball in den Kreis rein. Schiri pfeift raus. Glück für Rot-Weiss mit des Erachtens, ja, dass er den Ball rauspfeift. Wäre dort allein vor Michi Pfeiffer gewesen. Ja, und der Schirmer bleibt eigentlich absichtlich auf Distanz. Anscheinend nicht die 5 Meter. Ja, vielleicht zählt er die 5 Meter vom Goalie aus. Vielleicht ist er Röther zu näher gestanden. Gut für uns auf jeden Fall. Aber wir gehen da mit dem 0-0 in Pause. Ich denke, da können wir einiges erwarten für die zweite Hälfte. Ja, ich denke, wir haben da eine gute erste Halbzeit gesehen. Leider torlos. Chancen auf beiden Seiten sind vorhanden. Wir hoffen, Sie haben es genossen, die erste Halbzeit vor dem Fernsehen. Und wir verabschieden uns in die Pause. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die zweite Halbzeit mit uns live verfolgen würden. Ja, wir melden uns zurück da aus dem Bernabeu zu Wettigen. Sie sehen da vielleicht gerade noch den Physio über den Platz hineinlaufen. Der Marc Bicker, er auch ein absolut erfahrener Mann natürlich da. So erfahren, dass er sich sogar die Tasche vom Ersatzgoalie tragen lässt. Da gross im Bild auch der Co-Trainer, der Peter Fischbach, der da im ständigen Funkkontakt steht. Zum Assistant Benny Steinemann. Ja, da sehen wir den Raffi Brunner, vorderster Front. Ja, der hat etwas vor. Der Raffi Brunner, schauen Sie mal das Gesicht an. Das ist Wille pur, der da. Ja, also ich würde auf ihn setzen, dass er noch einen töpft, mindestens einen sogar. Ja, absolut. Der wird natürlich da wieder MVP werden heute und auf dem Turnier. Ja, man sieht auch wieder, der Heinz Fuchs hat auch seine Aufgabe wieder gut erledigt. Der Jan Hölle steht da fast schon in einer Pfütze. Ja, also fast schon zu gut, würde ich fast meinen. Aber wir werden ihm jetzt hier nichts anhängen. Nein, ich denke, wenn die Jungs hier nachher wirklich wieselflink wieder über den Platz hineinrennen, dann verdunstet das schnell. Ja, und ich habe gesehen, wir haben eine gewisse Prominenz hier auf der Bernau. Beach Soccer Star Noe Lott ist hier. Ich höre im Livestream verfolgt, werden wir vom Musiker, Rapper Andale. Befolgt uns einen Gruß hier an die Herrschaften. Schön, sind ihr dabei.
Absolut, und auch mich erreicht auch Meldung, dass da die anonyme Bikergruppe von Würrelos auch noch am Start ist. Auch dort natürlich ein Gruß raus. Sie wollen da nicht bei Namen genannt werden, aber sie wissen, wer sie sind. So, Wettigen startet hier furios gerade. Scharfer Ball in die Mitte. Und das gibt eine kurze Ecke. Da wird Schiri kurz gefordert. Und da muss jetzt noch mal etwas raus schauen. Ja, und jetzt sehen Sie es vielleicht im Bild ein bisschen unverständlich, da, dass man den Raffi Brunner hinterher schickt. Zum Glück ist er wieder da. Ich meine, das wäre absolut die falsche. Ja, noch einen kurzen Input können geben dort. Benny Messerli, kurz etwas zugeworfen. Kurzen Tipp geben. Er hat, das macht der Raffi Brunner auch gut. Er tut immer während dem Spiel Gegenspieler und auch vor allem den Goalie beobachten. Er merkt genau, wo das die Schwächen und Stärken sind und teilt das auch den Mitspielern mit. Das gibt Wiederholungsecke. Müsste so sein, schnell wiederum nicht wie gewünscht geglückt. Aber Benny Messerli trifft da immerhin am Fuß. Und Rotus bekommt da die nächste Chance. Heute misslingt aber auch alles bei diesen kurzen Ecken. Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und für das gibt es jetzt noch Karten, oder? Ja, das ist der Fall. Nummer 17 von Wettigen, Nick Steffen muss da mit einer grünen Karte vom Feld. Ja, ist blöd gelaufen, aber er muss natürlich... Zum Glück berührt der Ball niemand mehr. Er muss heute natürlich das Foul gehen, weil es wäre sonst... Es wäre sonst ein gefährlicher Gegenstoss geworden. Ja, der Niki hat da seine ganze Routine. Aber die Strafecke, das ist, wird langsam das leidige Thema bei Rot-Weiss. Absolut. Schon vorletzte Woche gegen Luzern in der Liga. Nicht optimal gelückt. Und ja, nicht optimal, ist jetzt noch milde Ausdruck. Sachte, also, sachte ja, Ausdruck. 2-1 verloren, 12 kurze Ecken, kein Goal. Das ist miserable Statistik. Aber wir haben jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Wir sind trotzdem noch voll dabei. Mit dem Resultat 0-0 wären wir in dem Aufstiegsspiel. Aber wir müssen jetzt aufpassen. In Unterzahl. Alisa greift hier an. Aber klasse Verteidigung dort. Vom angehenden Superstar. Vom Yves Mora. Yves Mora. Wird dort geleitet von hinten. Gehen auch nicht gerade simpellich zur Sache, die Jungs. Nein, aber das war auch im gestrigen Spiel so, gewesen, dass da Rot-Weiss relativ ruppig angegangen worden ist. Und man hat da schon eine gewisse Verunsicherung nach dem Spiel gemerkt bei den Jungs. Ja, vielleicht fehlt einfach noch das Maskottchen, kann man schon fast sagen, von Rot-Weiss, der Fabrizio Tatti. Nennt sich selber grösster Fan von Rot-Weiss Wettigen. Sie sind jetzt gerade eingetroffen. Habe ich gehört, geht noch ein paar Augenblicke, bis er da ist. Wird uns sicher auch noch schnell beirren im Studio. Wäre natürlich eminent wichtig für Rot-Weiss Wettigen. Ich glaube, der Fabrizio, der kann wirklich sehr, sehr viel Stimmung da reinbringen. Der kann das Publikum nochmal anpeitschen. Der reisst alle mit. Brechen. Da bekomme ich, nur schon wenn ich daran denke, Gänsehaut. Schöner Lauf vom Silvan, dann will er aber einen zu viel. Aber habe ich gedacht, aber er bleibt am Ball. Kann dann er jetzt Ball im Kreis rein. Zieht er eine Ecke. Er sucht sich durchzusetzen, bleibt nein, hängen. Nein, leider nicht. Aber man kann es versuchen dort unten. Absolut, ich glaube nach seiner Vorstellung gestern ist trotzdem mal der junge Bursch nur so voller Selbstvertrauen. Er hat gestern ein paar sehr, sehr gute Aktionen gehabt an der Grundlinie unten. Und steht ihm natürlich absolut zu, dort, das auch zu probieren. Ich höre Fabrizio Tati sich eingetroffen.
Ist dem so? Ich habe ihn selber persönlich noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber man hört sich ins Raunen, das durchs Stadion geht. Ich glaube, der Fabrizio Tatti kann da nicht mehr weit sein. Ich weiss nicht, können wir da aus der Kommentatorenkabine einen raschen Blick auf ihn erhaschen? Ja, ich hoffe, er wird schon hinterher geschickt. Er muss sich da auch noch akklimatisieren, ist geschockt von dem 0:0 bis jetzt. Aber wir werden sicher nachher noch schnell hören. Waliser hat jetzt mit viel Platz dort auf der rechten Seite. Wenn wir den Kreis rein. Versucht. Der Michi Käufer der Austricks, aber so einfach geht es natürlich schon nicht. Ja, und dort aber... Waltz, jetzt müssen wir anhören. Ein bisschen zu weit vorgelegt, leider, so schwer, dass eine gute Chance wurde. Ja, die Waliser sind aber hier relativ einfach zu einer Top-Chance gekommen. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Jetzt gerade eingetroffen, unser absoluter Big Fan, Fabrizio Tatti. Was sagst du da dazu? Ja, ich gebe gerade mal schnell das Mikrofon weiter, Fabrizio Tatti. Dürfen wir dich schnell bitten? Ein kleiner Gruß an Fans, an die weiteren Fans. Guten Tag miteinander. Hier steht es 0:0. 28 Minuten sind noch zum Spielen. Und? Was ist die Prognose? Ja, man sieht ihn hier und man spürt einfach seine Nervosität. Ich kann fast nicht mehr ruhig reden hier. Aber ich habe zuerst Siege gebraucht. Ist es dir recht? Ja, Fabrizio Tatti ist extra angereist aus Italien für das Spiel. Richtig. Und ich meine, du bist ja fast schon das Maskottchen mittlerweile. Ich glaube, das Team hat dich vermisst. Denkst du, sie können es jetzt noch irren? Sie können sich noch qualifizieren für die Aufstiegsspiele? Also ich glaube, durch meine Präsenz, durch meine Aura gibt es nochmal einen zusätzlichen Kick für die restliche Zeit. Und ich glaube, sie werden es reissen, ja. Definitiv. Ja, das denken wir auch nur schon, als du eingelaufen bist. Wir haben es gerade gespürt. Mich jetzt geschudert, sage ich jetzt mal. Also Gänsehaut ist immer noch leicht vorhanden. Es ist unglaublich, deine Präsenz und danke vielmals, bist noch gekommen. Ja, ich bin bei uns im Studio und ich wünsche dir noch einen guten Match. Danke, danke vielmals. Danke, Herr Fabrizio. Basler. Ade. So, dann kommen wir doch wieder zurück zum Spiel dort. Wieder ein wettiger Pleit wurde. Der Schiedsrichter lässt aber noch einiges laufen, finde ich. Ja, absolut. Aber ich glaube, sie wollen das Spiel nicht... verkomplizieren mit unnötigen Karten. Schau gut, weiter! Ja, und auch an dieser Stelle wieder, wie jeden Tag, jetzt schon eine kleine Tradition wurde, unser Gruß raus auf Bordeaux. Die Damenmannschaft von Rot-Weiss Wettingen hat heute einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Sie haben leider eine 0:3 Niederlage kassiert gegen Lille. Aber ich glaube, die sind da genug erfahren. Wir sagen Kopf hoch, Ladies, Kopf hoch, Kopf hoch. Und ja, ab morgen wird es wieder besser. Auch liebe Grüße von mir und das heute ist ja nicht so wichtig. Wir sind ja trotzdem mit dem Aufstiegsspiel und ich denke, dass ihr das Ziel morgen auch werden erreichen. Absolut. Von unserer Seite. Ja, gefährlicher Ball in die Mitte. Da geht vielleicht in Steffisburg auf dem Rasenplatz, aber nicht bei uns auf der Bernau. Klasse dort wieder, einmal mehr. Manuel Keller, schöner Ball führen. Sensationeller Ball führen, aber der
Florin Schneider kann den Ball nicht annehmen. Schiedsrichter unterbricht die Partie. Grüne Karte. Für einen Ellbogenseiter. Genau, das heisst, Rot-Weiss ist in Überzahl für die nächsten 2 Minuten. An dieser Stelle auch ein Dank an DJ Mix, der hier in diesem Stadion für sensationelle Unterhaltung sorgt. Ja, und nach meinem Empfinden ist da die Stimmung aber ein bisschen abgeflacht auf der Bernau. Ich gebe da bitte den Wunsch raus an den Kommentator, dass er da gerne wieder mal ein bisschen einheizen. Weil eigentlich sollte ja das Stadion brennen. Ja, kriege ich Angst, wäre dort gerade parat gewesen, noch schnell vielleicht zum Ergänzen. Grosse Chance dort, Ball kommt hoch auf. Zieht durch, aber schlägt natürlich am Ball vorbei. Der Ball hat im Netz tablet. Ja, und da begrüßen wir einen weiteren prominenten Gast, der leider anonym bleiben will. Aber wir danken natürlich für die grosszügige Spende hier im Stadion. Ja, es ist natürlich schön zu sehen, dass man an uns denkt. Weltklasse. Jetzt hier Yves Mora im Vorwärtsgang. Zockt schön durch. Technisch natürlich hervorragend. Aber, kann man nicht mehr als mit einem Foul stoppen. Manuel Keller verlangt dort mehr als nur ein Foul. Die zwei im Zusammenspiel dort auf der rechten Seite. Sie spielen ruhig, geduldig. Gefällt mir, wie sie spielen. Kurze Ecke plus eine Karte, glasklar. Das war jetzt das dritte Mal innerhalb von wenigen Augenblicken. Und er jetzt so reingeht. Und das war aus meiner Sicht sogar eine geile Karte gewesen. Das heisst mindestens 5 Minuten. Und momentan Rot-Weiss also mit 2 Spielern in Überzahl. Ja, plus eine kurze Ecke. Gut, zwar kurze Ecke. Ich bin nicht mehr so euphorisch wie am Anfang des Spiels. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, vielleicht irgendeiner kommt ja das Glück des Tüchtigen. Das heisst, irgendeiner fällt aber Rot-Weiss einer rein. Der Flo Schneider wird vielleicht auf ihn gespielt. Man weiß es nicht. Hat er etwas gelernt aus der vorhergehenden Aktion, wo er den Goalie, glaube ich, abgesperrt hat? Schiri pfeift erneut eine kurze Ecke dort. Es gibt da aber Diskussionen, kurze Ecke wieder nicht können stoppen, aber der Raphael Steffen holt da das Optimum raus aus dieser Situation. Probiert es mit einem Direktschuss. Ja, ein guter Schuss gewesen. Absolut guter Schuss vorne. Aber ich frage mich, was mit dem Platz los ist. Oder mit dem, es ist wieder der Manuel Keller, der rausschiebt. Hat er das trainiert? Ich weiß es nicht. Oder ist beim Stoppen etwas nicht richtig? Langsam frage ich mich da. Schon wieder eine Ecke, die nicht richtig rauskommt. Und dann kann man einfach die Ecke nicht richtig spielen. Das ist ja so. Ja, und man hört da auch schon langsam die ersten frustrierten Fans. Ja, der Unmut. Der Unmut auf der Rang. Absolut. Es könnte sich jeder besser auf der Rang, das ist klar. Das ist so oder so klar. Aber ja, die Jungs müssen jetzt ruhig bleiben. Nächste Ecke wieder konzentriert probieren zu machen. Ja, sie müssen sich sehr arbeiten. Es gibt manchmal so Spiele, wo die Ball einfach nicht reinfallen. Wo es wie verflixt ist, aber ich denke, sie wollen unbedingt in die Aufstiegsspiele und werden kämpfen bis zum Schluss. So, und da ist der Krieg Angst mit einem sensationellen Solo.
Oh, und da hat Rot-Weiss ja, Glück denke, und da wird es eine Karte geben. Das muss auch Karte geben. Ist natürlich immer die Ansage da. Schon der Yves Morard bekommt die Karte. Er ist auch. Was hast du gesehen, was er bekommen hat? Grün, gelb. Eine grüne Karte für Yves Morard, 2 Minuten raus. Das erste Foul, das hier gehandelt wird, geht da ziemlich ungestüm rein. Ja, mit Ansage, wie du gesagt hast. Aber auch die Waliser dort mit technischen Mängeln, sage ich jetzt mal. Momentan ist Spiel gerade auf der Kippe, denke ich. Waliser hier am Drucken. Ja, ist natürlich ein heißes Ding für Rot-Weiss, wenn die Waliser Mühen nehmen. Die sind quasi qualifiziert. Rot-Weiss muss das 0-0 halten können, probiert natürlich da das 1-0 zu erzielen. Ja, ja, wir haben ja den Benny Käufler heute Morgen im Studio gehabt, wo er in der Teamsitzung dabei war. Das Ziel ist natürlich klar der Gruppensieg. Absolut. Also da den Sieg noch zu holen. Und die Chance haben sie absolut gehabt. Und es geht noch 20 Minuten, von dem her sind wir ein guter Ding. Nächster gefährlicher Ball rein, aber der Hightower dort hinten, Rafa Steffen, klärt das und holt. Ja, er ist wortwörtlich ein Turm in der Abwehr. Und ja, vielleicht als kleine Bemerkung noch, Rot-Weiss hat also laut Statistik Anzahl Ballbesitz oder den Ballbesitz in diesem Spiel können steigern. Sind jetzt bei fast schon unglaublichen 68%. Ja, das spricht doch für Rot-Weiss. Ja, sie spielen da schön zusammen, finde ich. Waliser sind da immer wieder mit Foul dabei. Manuel Keller versucht das jetzt etwas zu provozieren. Waliser lässt sich aber nicht darauf ein. Momentan 10 zu 10. 10 Mann gegen 10 Mann. Aber ich denke, es geht nicht mehr lang, bis der Yves Morard zurück aufs Feld kommt. Schön kompromisslos dort eingegangen. Um Silvan Steimer, wenn es mir recht ist. Am Ball. Lässt sich da nicht verwirren durch einen Schläger, der da durch die Luft fliegt. Klasse und gemacht. Und da vernascht er natürlich gerade den Nächsten. Sehr, sehr schön gemacht. Jan Hödler hat leider den Ball dort. Probiert es auch mit einer technischen Raffinesse. Hätte er wirklich zu viel wollen. Von mir aus sehr gefährlich gewesen, der Schlenzball. Auch da wird wieder Meter diskutiert am Kopf von Manuel Keller. Von mir aus sehr ebenfalls absolut berechtigt, die Diskussionen da. Leider ein bisschen steil weitergeleitet dort direkt. One Touch. Okay, wo spielt und auch trainiert? Nächste ist eine riesige Chance dort. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hat es da einen Big Save gebraucht von Michael Käufler? Ja, ich denke es nicht, ich habe es auch nicht genau gesehen. Die Zuschauer haben schon aufgeschraubt, der Ball schon drin gesehen, einen scharfen Ball in den Schusskreis rein. Dann aber glaube ich nicht abgelenkt worden. Michael Käufler glaube ich noch dran gewesen. Für, für uns leider nicht gut gesehen, weil wir haben hier in wenigen, jetzt kommt sogar noch die Sonne führen, wirklich bombastisch, hat kein Wetter. Ja, perfekt. Schöner könnte es nicht sein. Außer natürlich, wenn wir jetzt mal noch einen Treffer bei Gutachten vom Heimteam. Ah.
Momentan geben sich beide Mannschaften mehr oder weniger zufrieden mit dem Unentschieden. Aber ich denke, Rotwies will sich auf jeden Fall da will nichts riskieren, kann ich würde sagen. Entschuldigung. Wenn da nicht in den letzten Minuten noch ein 0-1 bekommen und darum selber das Goal erzielen. Du amüsierst dich hier. Wie ist das wegen dem Spiel? Ja, das Spiel, man merkt richtig, das bringt sogar uns ein bisschen aus der Fassung. Es ist so ein heißer Fight, der hier auf dem Platz stattfindet. Nicht gerade hochstehend momentan, aber wirklich ein Fight. Aliser jetzt hier wieder im Kreis rein. Mal langer Ball und da hat Rotwies Glück, gibt's. Ja, aber Aliser reklamiert Abschluss. Nicht. Ich glaube, er ist da selber noch ausgerutscht. Ist er ausgerutscht? Ich hätte gedacht, das sei eine Attacke von Marco Michel. So gesehen, aber anscheinend nicht. Aber Reaktion vom Gegenspieler. Benny Messerli sehe ich gerade abseits von der Kamera. Steht schon fast beim Goalie. Ja, man hört auch immer wieder den Assistant Coach Benny Steinemann, der da seine Jungs unten auf dem Platz nach vorne peitscht. Ja, der Trainerstaff, die drei Herren, sind natürlich verbunden über Funk, sind postiert. Und absolut ehrgeizig. Wir haben gestern Benny Steinemann kurz können vor das Mikrofon lotsen nach dem Match. Nach dem 9-0. Nach dem 9-0 Erfolg, genau. Wir haben ihn rasch gefragt. Nach seiner Meinung zu dem Spiel und das Einzige, was er können sagen konnte, es sind nicht 10. Also man sieht auch hier, Ehrgeiz knallhart, da wird natürlich weiter gearbeitet. Kein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Nichts. Also ernst in Person. Harte Einstellung. Ich habe auch gehört aus Teamkreisen, er hat nachher noch eine relativ giftige Ansage gemacht in der Garderobe. Kann ich mir. Er ist absolut nicht zufrieden. Er hätte da mehr erwartet. Ja, und ich meine, man hat es heute gesehen. Servette hat 13 Goal geschossen und ja, auf das kommt es jetzt heute drauf an. Ja, hoffen wir es nicht, dass es auf das drauf ankommt. Momentan wären wir in der Aufstiegsspiel als Zweitplatzierte. Aber es sind immer noch rund 12 Minuten zu spielen. Waliser machen es sehr gut auf den Aussenbahnen. Die Wettiger kommen immer wieder führen. Dann werden sie aber gerade doppelt auf der Seite aussen. Das machen sie nicht schlecht, Waliser. Hört zu auf der Seite. Ja, sie ziehen sich relativ viel zurück, Cardiff. Wenn aber Rotwies in Nähe 22er kommt, dann sind sie parat. Man sieht auch, Yves Mora wird hier auf die Seite geschoben vom Gegenspieler. Aber mit Einsatz holt sich der Ball zurück. Und auch der Niki Steffen ist natürlich wieder zurück auf den Platz nach seiner grünen Karte, die er vorher kassiert hat. Michel täuscht dort auf beide Seiten dreimal. Macht quasi den Hockey-Übersteiger. Ja, und Cardiff sieht nicht so aus, als würde es hier noch 1-0 erzielen. Ja, allerdings gefällt es mir nicht so gut, was gerade machen die Wettinger.
die verlehnt sich da fast auf das 0-0 halten momentan. Schiebt dort den Ball locker hinten rum. Und das war natürlich auch hinten rausgehen. Plus noch ein Goal kassierst. Ja, und für das lange Abwarten holt hier Rot-Weiss relativ wenig aus dieser Situation raus. Machen einen blöden Fehler, obwohl hier kein Druck besteht von Seite von Cardiff. Schön am Fußgleis dort. Von der Nummer 7 von Manuel Keller. Aber vom Offensivspektakel, das wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, ist noch nicht mehr viel übrig in der zweiten Halbzeit. Nicht mehr viel, bis gar nichts. Die einzigen Zweikämpfe sind im Mittelfeld. Also momentan werden die Zuschauer nicht gerade beglückt. Nein, man merkt auch die Stimmung hier im Stadion. Also da habe ich schon Besseres erlebt. Ich glaube, das, obwohl ein 70-jähriger Geburtstag von der Großmutter ist, also die ähnliche Stimmung wie hier im Stadion ist im Moment. Ah, das ist ja tote Hose. Schon fast beängstigend. Jetzt kommen die Waliser wieder ein bisschen raus. Die spielen den Ball einfach irgendwie planlos nach vorne und eben, das ist das, was ich antun davor. Das ist gefährlich. Jetzt gibt es einen Gegenzug. Und dann wird es schwierig. Wenn die dann zumachen. Eri Messerli reagiert hier sogar in einer Fremdsprache. Enerviert sich hier mit einem lautstarken No. Kenne ich gar nicht von ihm. Dass er doch. Gut, er hat ja in England gespielt, zeitlich lang. Ja, ja, er ist natürlich international sehr erfahren, sehr erfahren. Und da hat er natürlich das ein oder andere Wort aufgeschnappt. Jetzt die Wettiger aufpassen dort, links ein bisschen Raum gewesen. Waliser kommt dort in den Kreis rein. Und da auch wiederum, da hat er Rot-Weiss Glück, gibt es keine Ecke. Sehr, sehr ein Herz einsteigen hier. Von Manuel Keller. Genau, wie du. Bin mir nicht sicher, ob er hier den Ball verwünscht, aber geht sicher auf den Körper vom Gegenspieler. Aber nichts passiert. Also ich persönlich hätte jetzt den kurzen Eck und den Karten erwartet, aber gut für uns, sag ich jetzt mal. Aber glücklich. So, und jetzt sind sogar wieder da die ersten Fotografen bei uns im Studio. Das ist also ein bisschen mühsam. Ich weiss nicht, haben wir irgendeinen Securitas da, wo die pöbelnden Fans da könnten rausrühren. Ja, es ist nervig. Es ist nervig, es ist wirklich nervig. Ich meine, wir sind da so am, ja, am Leiden wegen dem Spiel. Ja, am Mitfiebern. Und vielleicht könnte da unser Fan Nummer 1, der Fabrizio Tatti, mal eingreifen und die Leute auch ein bisschen hier raus spedieren. Ja, er hat seine Wirkung bis jetzt noch nicht gezeigt. Absolut nicht, ich bin ein enttäuscht. Er macht aber auch nicht wirklich Stimmung. Er ist momentan ruhig, bedeckt. Haltet sich zurück, ist aber auch sehr nervös. Beach-Soccer-Star Noel Ott, sehe ich hier gerade im Kommentatorenstudio. Vielleicht können wir nachher noch schnell dazu überreden, ein paar Worte ins Mikrofon zu richten. Er hofft natürlich auch, dass da Rot-Weiss noch zum Treffer kommt. Jetzt aber war Leiser wieder mit der nächsten Chance. Also sie müssen aufpassen in den letzten 6 Minuten. Absolut, aber da der Michi Käufer Nummer 1 im jetzigen Tor ist natürlich heiß. Der Mann ist genug gefahren, dass er da nicht aufhört, bevor der Schlusspfiff gefallen ist. Die Zuschauer versuchen hier nochmal das Team zu unterstützen. Ja, da nochmal der letzte Funke. Aber ich habe den Eindruck, sie wollen aufs 0-0 spielen jetzt mittlerweile. Ja. Schieben den Ball hin und her. Rot-Weiss will natürlich auch nicht mehr riskieren und Cardiff, denen ist das
Jimli, schnurzegal, so wie es jetzt aussieht. Ich könnte mir denken, dass sich da einige Servet-Spieler darüber aufregen. Da wird es natürlich nachher ein paar Sprüche geben. Ist das Wettbewerbsverzerrung aus deiner Sicht? Ja, ist natürlich grenzwertig. Ja. Wenn es muss, niemand mehr. So ist halt der Sport. Taktik ist natürlich enorm wichtig geworden in den letzten paar Jahren im Schweizer wie auch im Welthockey. Und da wir hier ein Turnier am Austragen sind, mit wirklich mit Weltklasse-Format, gehört halt auch das dazu. Und die Wettige spielen jetzt trotzdem nochmal führen. Da gibt es ein relativ hartes Foul, wo die Schiedsrichter wieder normales Foul beurteilen. Ja. Wettig aber weiterhin im Ballbesitz, versucht jetzt den Ball in die Mitte zu schlagen. Was mir Freude macht, ist, dass man Kriege Angst wieder sieht, rennen wie ein kleines junges Reli. Also ich glaube, von dieser Verletzung von der ersten Halbzeit ist da nicht mehr gesehen. Ja, ich denke, so wie ich ihn kenne, hat er schon eine Verschnaufspause gebraucht. Kurz das genutzt. Und ist wieder top da. Jetzt einen langen Ball führen. Viel Raum dort vorne natürlich. Aber sauber abgefischt von Marco Michel. Marco Michel, souverän wie eh und je. Technisch absolut erste Klasse. Ja, Marco Michel, der ja mit der Nummer 23 spielt, hergeholt vom The One and Only Michael Jordan. Obwohl es von der Größe nicht fehlt, gemeinsam haben die zwei. Aber sicher, Format im Schweizer Hockey ist er natürlich schon. Ja, eine grosse Persönlichkeit. Eine grosse Nummer, absolut. Kann auch alles spielen. Spielt momentan Innenverteidiger. Normalerweise Mittelfeld, defensiv wie offensiv. Aber überall einen sicheren Wert. Das Publikum kommt jetzt doch noch mal auf die letzten paar Minuten an. Unterstützt da noch mal das Team. Sie peitschen ihre Mannschaft da noch mal nach vorne. Was mir auffällt, ist, dass der MVP Boba Tisha Brunner schon lange nicht mehr auf dem Platz gestanden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, hat er sich verletzt. Ich denke, er hat eine Verletzung. Er es muss fast Verletzung sein. Er ist schon in die Partie gegangen. Ich meine, in so einem wichtigen Zeitpunkt kann man eigentlich nicht auf den Boba Tisha Brunner verzichten. Da muss irgendetwas vorliegen. Er hat sich ja im Lugano eine Verletzung zugezogen. Im Mundbereich, sage ich jetzt mal. Ein Cut dort drin. Wo recht schmerzhaft ist. Also Essen, Trinken ist schwierig für ihn. Genau, hat da auch diverse Zähne verloren. Sind aber schon wieder gepflegt worden, habe ich gesehen. Beim Zahnarzt des Vertrauens. Wettiger spielt jetzt wieder hinten rum. Also ich bin ein bisschen nervös mittlerweile. Wie sieht es bei dir aus? Ja, aber ich glaube, was mich ein bisschen beruhigt sein lässt, ist, dass Cardiff hier auch nicht mehr die grössten Anstrengungen vornimmt. Also vielleicht noch durch einen einsamen oder durch einen letzten Schlag am Schluss, aber ein sogenannter Lucky Punch. Aber sonst geht es nicht danach aus, als würde Cardiff noch gross etwas reissen in den letzten zwei Minuten. Ja, noch rund eineinhalb Minuten, ein bisschen weniger. Absolut, man hört, hier die ersten Pfiffe im Stadion. Ich weiß nicht, ob das Genfer Supporter sind. Ja, oder auch die anderen Zuschauer, die natürlich da ein Heidengeld anlegen, um das Turnier mitverfolgen können. Ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend, man kann es verstehen aus sportlicher Sicht. Aber die Zuschauer sind natürlich da noch zum Spektakel gesehen und das war in den letzten Minuten da nicht mehr der Fall gewesen. Ja, andererseits sehe ich hier die zwei Mannschaften, die wirklich unter anderem Top-Mannschaften vom Turnier sind. Und ich denke, niemand will jetzt hier mehr riskieren, die Aufstiegsspiele zu verpassen. Aber das Publikum wird unruhig. Ja, spielen jetzt also so hinten runter.
Oder geht es nochmal einen Angriff? Es geht noch rund 20 Sekunden. Ich nehme an, sie werden es abspielen. Ja, das Ganze erinnert mich ein bisschen an den Skandal, den es mal gab zwischen der deutschen Fußballnazi und der österreichischen Fußballnazi. An der Fußball-Weltmeisterschaft 1982. Dort ist es ähnlich abgelaufen. 1-2 ist da, glaube ich, am Schluss, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und dort haben wir sich darauf geeinigt, dass das Spiel ohne Gegenwehr quasi fertig gespielt wird. Und ein bisschen das Gleiche ist heute passiert. Ja, aber ich denke nicht, dass das hier eine Absprache zwischen den beiden Teams gibt. Nein, absolut nicht. Das wollte ich natürlich niemandem unterstellen. Extrem viele kurze Ecken gegeben, Torchancen auf beiden Seiten. Also man hat sich gegenseitig nichts geschenkt. Ja, und am Schluss war es vielleicht auch ein bisschen Kräftensparen. Ja. Was ist dein Fazit vom heutigen Tag? Ja, ich Fabian? Denke, man hat es klassisch über die Runde gebracht. Am Anfang stark angefangen, sehr stark, dann ein bisschen nachgelassen. Ecken leider nicht verwertet, auch ein paar Chancen müssen zulassen, aber schlussendlich geht das Unentschieden für mich in Ordnung. Für mich auch. Ecken auch heute wieder eine kleine Schwäche im roten Spiel. Man hat wirklich sehr, sehr konzentriert angefangen. Es ist am Anfang zu grosse Chancen gekommen. Ja, dann schauen wir vielleicht noch schnell auf morgen voraus. Rot-Weiss jetzt als Zweitplatzierter gegen Wien. Morgen um 3 auf der Bernau. Was denkst du? Liegt etwas drin? Ja, absolut. Ich glaube, wenn ich heute, so wie wir Medienleute halt arbeiten, sind wir schon früh im Stadion gewesen. Ich habe die Wiener heute schon gesehen spielen und die sind gut. Die können etwas, definitiv. Die dürfen wir nicht unterschätzen, aber da liegt definitiv etwas drin gegen Wien. Ja, und wenn also ich an das denke, morgen letztes Spiel auf der Bernau, 3 am Nachmittag, da bekomme ich wieder Gänsehaut, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich denke, die Mannschaft will unbedingt den Aufstieg holen. Sie haben jetzt die Chance im letzten Spiel, letztes Jahr knapp verpasst, in den letzten Minuten noch. Und ich denke, sie werden es dieses Jahr holen. Ich freue mich auf das Spiel morgen. Absolut, und wir sehen auch gerade die grosse Aufnahme, der Schüppach. Schüppach und Raffi Brunner sind beide leicht angeschlagen, wie man sieht. Aber, ich glaube, aber das ist sicher vielleicht ist das ein Vorteil von Rot-Weiss, dass eben noch die Jungen in der Reihe haben, die noch mögen. Für die ist natürlich das Alapalie, da so ein paar Spiele hintereinander durchzuspielen. Man sieht auch selbstbewusst, wie sie sind. Die lachen, die smilen, die sind happy. Ja, und sie kandidieren hier. Kandidieren. Kandiert? Kannst du mir weiterhelfen? Auch nicht, offensichtlich. Auf jeden Fall schreien jetzt. Ja, sie kandidieren hier ins Publikum. Finale, Finale. Ja, und ich glaube, das sind die richtigen Worte, um uns hier verabschieden aus dem Studio. Man sieht hier schon die ersten Fans oder enttäuschte Genfer verlassen natürlich jetzt das Stadion. Absolut nachvollziehbar. Ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir haben uns gefreut, sind Sie dabei gewesen. Schlusswort kommt noch von meinem Kommentator, Kollege Fabian. Ja, ich denke, es bleibt nur noch zu sagen, wir freuen uns auf morgen. Grande Finale am 3. Bernau, wenn Sie vorbeikommen, sonst wieder, wie immer, auch von uns kommentiert im Livestream. Wir hoffen, Sie sind morgen wieder dabei. Ade miteinander.